begrüßen zu unserem heutigen Webinar zum Themenschwerpunkt Schmerz als Treiber für Veränderung. Ich darf Sie im Namen meines Kollegen Dr. Kai Hudetz und dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Slot. Wir haben uns ein paar ganz spannende Sachen überlegt und werden Ihnen ein bisschen berichten aus der Zeit des Lockdowns und den Erfahrungen, die wir aus der Handelswelt mitgenommen haben. Und auch im Nachgang dann noch genug Zeit einräumen, um mit Ihnen Ihre aktuellen Fragestellungen zu diskutieren und auch zu schauen, welche Schritte Sie denn gegangen sind, als quasi die Schnittstellen zum Kunden zum Teil unterbrochen wurden und auch innovative Ansätze in der Handelswelt gefragt wurden. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass dieses Webinar in Kooperation mit der IHK NRW stattfindet. Daher an dieser Stelle auch ein offizielles Dankeschön. Und ich darf Sie am Anfang ganz kurz mit der Förderinitiative vertraut machen und Ihnen das Kompetenzzentrum Handel vorstellen, bevor mein Kollege dann mit den Inhalten startet. Die Förderinitiative Mittelstand Digital gehört zum Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und ermöglicht uns, kostenfreie Leistungsangebote für Sie zur Verfügung zu stellen. Deswegen auch dieses Webinar heute. Unser Anliegen ist es, anbieterneutrale Informationen deutschlandweit für Sie aufzubereiten. Und dabei haben wir ganz, ganz unterschiedliche Konstrukte und Angebote in unserem Portfolio, die ich Ihnen auch gerne später nochmal konkreter vorstelle, um Ihnen dann auch Hinweise zu geben, wie Sie mit uns zusammenkommen können. Das Kompetenzzentrum Handel ist für Sie, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, eine Anlaufstelle zu allen Themen rund um Digitalisierung. Das deckt zum Beispiel die Frage ab, wie kann ich mich über Social Media positionieren? Welche Plattformen eignen sich eigentlich für mich als Handelsunternehmen, wenn ich herkömmliche Wege neu definieren möchte und auch im Online-Umfeld Sichtbarkeit erlangen möchte? Oder aber auch die Frage, die gerade natürlich hochbrisant ist, wie bekomme ich eigentlich Frequenz in Innenstädte und somit auch entsprechende Fluktuation in meinem Laden? Wer sind wir eigentlich? Das Förderprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geleitet und wurde auch auf diesem Hintergrund initiiert. Wir haben gestartet am 1. Juli 2019 und gehören zum Netzwerk von 26 Kompetenzzentren in Deutschland. Der HDE als Handelsverband Deutschland ist unser Konsortialführer. Und daneben sind wir mit drei Partnern unterwegs, mit dem IB Research aus Regensburg, dem EHI aus Köln und eben dem IFH Köln, woher Dr. Hudetz und ich verortet sind. Und an dieser Stelle darf ich jetzt auch schon übergeben an meinen Kollegen, der Sie jetzt mit topaktuellen Zahlen rund um Corona, den Handel und innovative Lösungsansätze versorgt. Ja, danke schön, Judith, hier für die wunderbaren einleitenden Worte. Ich freue mich wirklich über die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielleicht zwei, drei Sätze zu meiner Person. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln und derzeit jetzt nunmehr über 20 Jahren auch tätig. Und ich habe im Jahr 1999 eine Vorgängerinitiative betreut hier von dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel, das damalige ECC Handel. Und habe da auch viele Veranstaltungen gerade für kleinere Unternehmen hier durchgeführt, für kleinere Händler, bin jetzt überwiegend bei großen Unternehmen auch unterwegs. Und deswegen habe ich mich wirklich sehr gefreut, unsere Sicht der Dinge hier in diesem Webinar dann auch teilen zu dürfen. Nachdem das jetzt mit der Technik hier, denke ich, hinhaut, springen wir gleich in Medias Res hier rein und gehen wir mal auf die Schmerzen drauf. Und die Schmerzen haben die Händler unter Ihnen ja dann hautnah hier mitbekommen. Eine Welle und wie gesagt, ich bin jetzt ja schon über 20 Jahre im Handel unterwegs, aber wir haben auch Kollegen, die sind schon über 30 Jahre unterwegs. Das hat natürlich noch niemand von uns hier in dieser Bucht dann auch erlebt, dass es tatsächlich bis zu hier Schließungen von Ladenlokalen gehen musste, der wirkliche Shutdown, den wir hatten. Aber natürlich, und das wissen wir alle, das spüren wir alle, ist mit den ersten Lockerungsmaßnahmen und auch weitergehenden Lockerungsmaßnahmen, die ja jetzt quasi fast schon im Tagesrhythmus, zumindest aber im Wochenrhythmus dann auch beschlossen werden, die Situation noch nicht wieder so, wie sie vorher war, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich eine Menge Schmerzen weiterhin Tag für Tag für uns alle, die wir im Handel auch tätig sind.
Ja, worauf möchte ich heute hier dann auch referenzieren? Ich möchte aufzeigen, was passiert ist auf der Kundenseite in den letzten Wochen, wie hat sich das Konsumentenverhalten verändert, weil wir nach wie vor dieses Mantra haben, und das gilt mehr denn je, von Jeff Bezos: beginne beim Kunden und arbeite dich rückwärts. Das heißt, jetzt ist es besonders wichtig zu erkennen, was ist da eigentlich passiert auf der Konsumentenseite? Wie können wir als Handelsunternehmen darauf reagieren, auch als kleinere Händler? Da haben wir auch Beispiele mitgebracht. Und welche Rolle spielt dabei auch Digitalisierung? Was bedeutet das für Ihre Zukunft, für unsere aller Zukunft? Und da freue ich mich und ich auf viele Fragen, die ich möglichst versuchen werde, dann auch rauszukitzeln, und auf eine intensive Diskussion, die dem Thema dann hier, glaube ich, auch angemessen ist. Ein Blick zurück: wir haben erfreulicherweise unseren Corona-Consumer-Check, mit dem wir regelmäßig Konsumenten befragen zu ihrem Einkaufsverhalten, wie sie sich dann auch fühlen. Hier sehen wir, dass natürlich eine Öffnung von einem Ladenlokal natürlich noch nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir hier wieder die Frequenzen haben, die wir vorher hatten. Die Kunden sind in vielen Fällen, die Kundinnen, noch sehr, sehr zurückhaltend. Wir sehen nur 6% der von uns befragten Konsumenten, also internetrepräsentativ, haben in der Woche mehrere Geschäfte aufgesucht, die dann wieder aufgemacht wurden. Und die meisten haben gar keine Geschäfte besucht, die wieder aufgemacht wurden. Also wir müssen ja hier immer unterscheiden: FMCG, die Güter des täglichen Bedarfs, auch DIY, also Heim- und Gartengeschäfte, die komplett offen waren, jetzt durch den Shutdown hinweg, wenigstens in den meisten Bundesländern, und dann eben die Geschäfte, die wieder aufgemacht worden sind. Also da sehen wir, da ist noch eine Zurückhaltung da. Wir sehen auch hier ganz klar, die Kategorie, die normalerweise die stärkste Frequenz in die Städte bringt, die ist erst an dritter Stelle genannt, nämlich Fashion und Accessoires, also Mode. 20% haben hier von denen, die überhaupt dann Geschäfte aufgesucht haben, die vorher geschlossen waren, sind eben zu Modegeschäften dann auch gegangen. Also Heimwerken und Garten, die ohnehin eine Sonderkonjunktur hatten durch die Lockdown-Phase. Wir sehen ja ganz klar die Entwicklung hin zum Cocooning, also sich es zu Hause schön zu machen, wenn man schon im Homeoffice ist. Wenn vielleicht der Urlaub dieses Jahr ausfällt oder schmaler ausfällt, dann mache ich mir es zu Hause schön. Deswegen hat Heimwerken und Garten hier dann auch eine Sonderkonjunktur gehabt. Durchaus auch Freizeit und Hobby, Ausrüstung von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Da waren auch Hantelbänke dabei. Wir sehen, das Fahrrad sehr stark funktioniert, bis hin zu Tischtennisplatten. Also da haben wir durchaus Sondersituationen auch bei Consumer Electronics gesehen, beispielsweise bei dem Thema Notebooks, also Ausstattung hier von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Also wir müssen immer sehr differenziert auf die Zahlen dann auch drauf schauen. Was wir sehen, und das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die ja lokal unterwegs sind, für die kleineren Händler, für die regionalen Platzhirsche: wir sehen durchaus auch eine ausgeprägte Treue von Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, ja, sie möchten weiterhin bei den lokalen Händlern einkaufen. Dann gibt es natürlich, wenn die sagen, ja, also wenn der lokale Händler natürlich geschlossen hat, dann muss ich ja hier auch online einkaufen, oder die sagen, gut, jetzt hat er zwar offen, aber mit dem Mundschutz, das gefällt mir nicht. Und das ist jetzt alles so ein bisschen mit den Schlangen, das ist mir nicht so ganz geheuer. Wir sehen ja hier auch durchaus eine Vertrauenskrise an die Fläche bei einigen Konsumentinnen, die da Befürchtungen haben, sich dann auch zu infizieren. Die also sagen, gut, teils, teils, an manchen Stellen denken wir an die Güter des täglichen Bedarfs, setze ich weiter natürlich auf lokale Händler. In anderen Fällen kaufe ich dann aber beispielsweise im Internet dann auch ein. Und dann gibt es vergleichsweise wenige, die dann den regionalen Händlern zumindest temporär dann auch den Rücken zuwenden. Eine große Schwierigkeit, die wir sehen für den stationären Handel, liegt darin, dass sich der Kaufanlass doch dramatisch verändert hat. Wir sehen, dass jetzt die Suche, die gezielte Suche ganz klar Nummer eins steht. Kundinnen und Kunden, die arbeiten im Moment ihre Zettel ab. Die gehen in den Laden rein, die wollen ein ganz bestimmtes Produkt haben, die wollen mehrere Produkte hier dann auch haben, die werden eingekauft
und dann verlässt man das Ladenlokal wieder. Das ist ganz klar die Nummer eins. Der Handel lebt aber von den Positionen, die jetzt doch mit deutlichem Abstand kommen. Er lebt davon, dass wir Lust haben zu shoppen und dann auch mal zu stöbern, dass wir uns inspirieren lassen, auch dass wir uns beraten lassen. Das sind ja alles Chancen für den Handel, hier für Cross-Selling, für Upselling, für Kaufimpulse setzen. Das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Alleine das Thema mit der Maske sorgt ja bei vielen doch für ein gewisses Unbehagen. Es sorgt dafür, dass eine Beratungssituation nicht so natürlich dann auch rüberkommt, wie sie eben noch in Vor-Covid-19-Zeiten hier waren. Und deswegen dieses gezielte Suchkaufen ist sicherlich jetzt eine große Herausforderung für den stationären Handel und zeigt eben auch, das ist hier an letzter Stelle, an Top 5 dann auch aufgeführt, dass man eben dann auch mit entsprechenden Möglichkeiten darauf reagieren sollte. Und das ist eben das Thema Reservieren und Abholen. Also ich bestelle Ware online und dann hole ich die ab. Das hat uns ja von den ganz Großen jetzt auch DM vorgemacht, die ja lange Zeit vergleichsweise zögerlich jetzt dann auch online Vertriebswege gegangen sind, Wege zum Kunden hingegangen sind zum Verkaufen, die jetzt aber mit Reservieren und Abholen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit 3 Stunden hier diesen Service doch recht stark dann auch promoten. Und insofern bietet Digitalisierung natürlich dann auch die Möglichkeit, da kommen wir ja dann gleich noch genauer drauf zu sprechen, entsprechende Services auch den Kunden anzubieten, um hier stärker wieder in die Interaktion reinkommen zu können. Das ist dringend erforderlich, wenn wir uns anschauen, was mit den Frequenzen passiert ist. Wir liegen also weit, weit unter dem, was wir in den Vorjahren hier dann erkennen können, hier einfach mal abgetragen. Was war die durchschnittliche Frequenz hier in Stuttgart, Königstraße, also immer die 1A-Lagen, Münster, Ludgeriestraße oder Hannover, Hamburg. Und was wir dann natürlich erkennen können, dass wir zur Zeit des Shutdowns hier natürlich massiv drunter lagen. Das zeigt natürlich, wie wichtig auch der Handel für die Einkaufsstadt, für die Innenstädte ist, weil er einfach die Frequenz auch in die Innenstädte bringt, allen Unkenrufen dann auch zu Trotz. Wir sehen aber, dass wir hier mit Ausnahmen hier deutlich drüber liegt, jetzt nur Hannover, dass wir eigentlich häufig um die 50% Kauffrequenz lagen zu diesem Zeitpunkt, teilweise auch drunter. Und wir insofern das Glas Wasser ist je nach Sichtweise da halb voll oder halb leer. Wir hatten jetzt auch bedingt durch das sehr gute Wetter jetzt vor Pfingsten hier dann nochmal auch einen Peak. Aber selbst da kommen wir nicht an die Zahlen ran, die wir natürlich aus den Vorjahren hier auch kennen. Und insofern bleibt die Fläche aus dem Grund unter Druck. Und was wir eben ganz klar sehen und unsere Befürchtung ist, wir haben gerade wieder die nächste Erhebungswelle hier dann auch gestartet, dass dieser Effekt umso stärker eintritt, desto länger die Flächenkonzepte hier nur eingeschränkt dann auch geöffnet sind oder solange Restriktionen hier auf der Fläche sind, sehen wir eben die Verschiebung hin zu Käufen, die ich ursprünglich stationär dann auch geplant habe, zu Käufen, die ich dann online tätige. Das ist links eben abgetragen. Wir sehen in der ersten Welle, das war so die Welle der Hamsterkäufe, der Lockdown hatte gerade dann auch begonnen. Da waren es noch vergleichsweise wenige, die das gesagt haben. Lag dann eben daran, dass man gedacht hat, gut, das geht schnell wieder vorbei. Ich verschiebe einfach einen Kauf jetzt um ein paar Wochen und dann tätige ich den eigentlich so, wie ich ihn immer getätigt habe. Zunehmend sind ja dann Zweifel aufgetreten, ob das alles tatsächlich so schnell vorbeigeht. Das hat eben dazu geführt, dass wir inzwischen ja fast schon eine Verdreifachung haben von KW12 zu KW19 von denjenigen, die ihre Käufe dann auch ins Internet dann rein verlagert haben. Ganz interessant zu sehen, aus den Zahlen kann man den Sondereffekt der Hamsterkäufe rund um die KW12 und Folgewochen hier ja sehr schön dann auch erkennen. In den ersten Wochen hier war es wirklich eine Frage Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Toilettenpapier, was man zumindest online bestellt hat. Zunehmend geht das über die Kategorien hinweg, gerade in den letzten Wochen deutlich zugelegt im Thema Kleidung und Schuhe. Also sehen aber auch Körperpflege, Kosmetik hier sehr, sehr stark.
vertreten. Und insofern wird die Verschiebung stationär zu online für immer mehr Kategorien durchaus zu einem Problem. Ja, was bedeutet das jetzt on the long run? Also was bedeutet das, wenn wir mal versuchen, nach Covid-19 dann auch zu schauen? Ich glaube, ein wesentlicher Parameter wird dann sein, wie zufrieden sind eigentlich die Online-Käufer jetzt mit den Käufen, die sie dann tätigen online während Covid-19? Wir sehen da durchaus ein geteiltes Bild. Also der Zufriedenheitswert mit 84% ist ja nicht sehr hoch. Das muss man sagen, wir haben vor Covid-Zeiten mit Onlinehandel sehr, sehr, sehr viel höhere Zufriedenheitswerte durchschnittlich gesehen. Wir sehen, dass Onlinehandel auch ganz klar Probleme hat, Verfügbarkeiten, letzte Meile hier abzubilden. Dennoch 69% von denjenigen, die zufrieden waren, können sich vorstellen, dann eben gekaufte Produkte weiterhin auch online einzukaufen. Das ist natürlich deswegen vor allen Dingen gefährlich, weil wir ja eine Reihe von Kundengruppen hier mit drin haben, die jetzt in Produktkategorien online unterwegs waren, sind, in denen sie früher noch nicht unterwegs waren. Und insofern sind da weitere Verschiebungen stationär zu online tatsächlich dann auch zu befürchten. Interessant ist aber, dass trotz der Vorteile, die ganz klar gesehen werden ja in dem Online-Kauf, die deutlicher denn je ja zutage treten. Also das spart sehr viel Zeit. Das ist, glaube ich, für viele, die im Homeoffice sind, die da vielleicht auch Kinder betreuen müssen, nebenher ist Zeit natürlich auch ein großes Thema. Und einfach soll es sein und unkompliziert. Diese Vorteile, die werden ja durchaus hier gesehen. Aber, was wir sehen können, das, was die Konsumenten, Konsumentinnen so erleben mit dem Online-Kauf, ist nicht per se dazu geeignet, sie da euphorisch zu machen. Das ist ein durchaus durchwachsenes Bild. Das heißt, es ist nach wie vor eine Chance da, auch für die regionalen Händler zu punkten mit Flächenkonzepten, mit geeigneten, mit vernetzten Konzepten, aber natürlich auch mit Online-Konzepten. Was mich gefreut hat, ist dieses Thema mit den lokalen Online-Marktplätzen. Das beschäftigt mich schon so lange, wie ich mich mit dem Thema Online-Handel insgesamt beschäftige in Deutschland, also Ende der 90er Jahre. Da hatten wir schon Marktplatzkonzepte, lokale Marktplatzkonzepte, die sind alle nicht mehr da. Die waren alle sympathisch. Der Grundgedanke ist ja sehr sympathisch. Verknüpfe das World Wide Web, also Online-Angebote, mit regionalen Konzepten. Aber das Problem war, es ist nicht gelungen, das Henne-Ei-Problem zu lösen. Es ist nicht gelungen, genug Anbieter auf die Plattform zu bringen. Es ist nicht genug Nachfrage auf die Plattform zu bringen. Und das lag in vielen Fällen daran, dass der Mehrwert einfach viel zu klein war. Also wenn ich versuche, nur ein Branchenbuch abzubilden auf dem hier im Internet, das wird nicht ausreichen. Das ist kein Konzept für einen lokalen Marktplatz. Da muss ich schon deutlich mehr dann auch bieten. Wir sehen, dass diese lokalen Online-Marktplätze durchaus auch nachgefragt werden von den Konsumentinnen und Konsumenten. Und das deckt sich mit vielen Untersuchungen, die wir in dem Bereich machen, ist vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich, aber es ist sehr konsistent über viele Studien von uns, dass es gerade diese vernetzten Konzepte sind, gerade für die junge Zielgruppe hier relevant. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man sagt, die jungen Leute, die wollen alle nur online. Dass die jungen Leute wollen sowohl als auch. Und das ist gerade eben eine Chance dann auch für hybride Konzepte, für lokale Online-Marktplätze, aber für jede Menge andere Online-Aktivitäten, mit denen ich mein stationäres Geschäft dann auch verknüpfen kann. Ja, was wurde wahrgenommen von den Händlern? Ich glaube, es waren ja wahnsinnig viele Händler sehr innovativ auch unterwegs. Und da komme ich auch gleich noch mit ein paar Beispielen dann auch dazu da. Was wir trotzdem erkennen müssen, nur ein Drittel der Konsumentinnen haben solche Angebote dann auch wahrgenommen von den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist nämlich schon mal ein Problem, dass die Auffindbarkeit, die Sichtbarkeit im Netz hier vergleichsweise gering ist, vielfach von den regionalen Angeboten. Wir sehen, dass das ein großer Vorteil
der Plattformen ist, der großen Player ist, dass sie dann in diesen Krisenzeiten schnell gefunden werden, großes Vertrauen dann auch genießen. Also die großen Plattformen, allen voran Amazon, aber auch eBay, Otto und Zalando, die haben gewonnen in der Krise auch an Reichweite. Die kleineren Händler konnten dann nur partiell hier dann auch partizipieren, obwohl sie ja schöne Angebote unterbreitet haben. Click and Collect wurde vermehrt hier angeboten. Dann der Lieferservice, zum Beispiel, dass ich dann die Online-Bestellungen dann am Feierabend dann mit dem Fahrrad dann auch ausliefere. Gutscheine, du kannst im Moment nicht bei mir einkaufen, aber ich stelle dir einen Gutschein aus und sobald ich wieder geöffnet habe, kannst du dir in Ruhe dann etwas aussuchen. Preisaktionen, Rabatte, die gespielt wurden, Telefonberatung bis hin zur Videoberatung, dass man eben durch den Laden dann auch läuft und dem Kunden zeigt, welche Produkte es da auch gibt, um dann eben eine Bestellung dann auch auszulösen. Also da wurde eine ganze Menge gemacht, das wurde durchaus wahrgenommen, aber dann doch eben noch nicht von der Masse der Konsumentinnen und Kunden. Also da gibt's noch was zu tun. Und abschließend eben ein paar Beispiele, weil mir oft in der Diskussion jetzt, ich bin ja auch viel, viel unterwegs, auch bei Kammerveranstaltungen vom Bodensee bis nach Schleswig-Holstein. Und da schlägt einem oft dieses Vorurteil entgegen, ja, Digitalisierung können nur Große. Das ist nur was für die Großen, die dann ihre Ressourcen haben, die Geld haben, die Budget haben, die Wissen und Stabsstellen vielleicht auch haben, die sich damit beschäftigen können. Und ich glaube, das ist falsch. Es ist aus meiner Sicht viel weniger eine Frage der Größe. Wir erleben in unserem Kundenkreis sehr viele große und sehr, sehr große Unternehmen, die massive Probleme haben mit der Digitalisierung hin zum Kunden. Und wir erleben auf der anderen Seite sehr kleine, sehr innovative, sehr agile Handelsunternehmen, die da sehr erfolgreich mit unterwegs sind. Hier ein Beispiel, Entschuldigung, aus der schönen Kategorie der Weine, auch im Übrigen eine Kategorie, die durchaus eine schöne Sondersituation hier dann hatte. Auch die hat davon profitiert, dass der eine oder andere sich den Homeoffice-Arbeitstag dann abends noch ein bisschen schöner trinken wollte. Die bieten hier tatsächlich Live-Tastings an, also sprich in dem Fall, ich kann mir das nach Hause schicken lassen und ich kann es dann in einem Video-Chat dann hier entsprechend testen und mich darüber austauschen. Es wird sehr schön über Instagram dann auch beworben, ist hier rechts oben hier auch zu sehen. Da ist das Format dann auch erklärt. Ich glaube, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man dann eben auch, meine Mutter sagt immer, aus einer sauren Zitrone eine süße Limonade machen kann. Also wie man letztlich aus einer Situation für den Kunden, die zunächst mal sehr unangenehm ist, er kann eben nicht das häusliche Umfeld dann auch so verlassen, wie er es gerne möchte. Aber was Positives machen kann mit den entsprechenden digitalen Möglichkeiten, biete ich ihm dann eben ein schönes Erlebnis zu Hause an. Zweites Beispiel hier, digitales Tagebuch, wo man sehr offen mit der Situation umgeht, wo man sehr authentisch dann auch agiert, wo man sehr persönlich auch agiert. Das ist ja eine große Chance, die gerade die kleinen Händler haben, jetzt im Vergleich zu Amazon. Wenn wir uns ein Imageprofil von Amazon anschauen, und das machen wir sehr, sehr detailliert auch am IFH Köln, einfach aufgrund der Relevanz auch von Amazon mit fast 50% Marktanteil jetzt mit seiner Plattform im B2C-Online-Handel, dann sehen wir sehr stark die Vorteile. Die Vorteile von Amazon sind auf der Kundenseite. Es wird als sehr, sehr kundenfreundliches Unternehmen dann auch wahrgenommen. Aber die Nachteile sind auf der Sympathieseite, sind auf der Persönlichkeitsseite. Und da kann ich ja gerade drauf eingehen. Da kann ich mit Erfahrungen drauf eingehen. Wie gehe ich denn selber jetzt auch mit Covid-19 um, das dann auch zu kommunizieren und letztlich so auch Kundenbindung zu betreiben, indem man sich ein Stück weit öffnet. Das ist ja ein Thema der sozialen Medien. Die sozialen Medien können ja grundsätzlich sehr viel besser von kleinen Unternehmen hier dann auch bespielt werden. Wir sehen ja, dass die wichtigsten Influencer, das sind ja keine Konzerne, sondern das sind Personen, die dahinter sind, einzelne Personen, die dann eben offensichtlich sehr authentisch, sehr guten Content für eine Zielgruppe auch aufbereiten
Und hier das eben ein Beispiel, wie man das auch machen kann. Ich glaube, das haben wir ja auch gesehen bei den Restaurants, abseits von Fast Food, die umstellen mussten. Gut, wenn der Kunde nicht zu mir kommen kann, dann muss ich halt zum Kunden kommen. Das ist eben für den Händler das gleiche Thema. Entweder ich biete dann eben auch die Haustürbelieferung dann auch an. Oder ich biete eben so Services an wie Click and Collect, also reservieren und abholen. Der Kunde kann es vorbestellen und dann bekommt das eben auch dann direkt hier dann auch ausgeliefert. Auch hier wurde Instagram genutzt, um das zu befeuern. Und das ist ohnehin ganz wichtige Option hin zu den Endkunden. Social Media, wir sehen ja von allen so großen Social Media Plattformen, von Facebook bis Instagram, die Zielsetzung, immer schneller auch Sales zu unterstützen, also den Vertrieb zu unterstützen, immer schneller dann auch zum Punkt zu kommen und zu sagen, gut, hier habe ich dir ein Produkt dargestellt, jetzt kannst du es auch kaufen. Und insofern dann diesen Weg hin zu den Kunden, wir müssen die alte Weisheit beherzigen bei den Social-Media-Plattformen vom Angler, vom Fisch und vom Köder. Der Köder muss ja nicht zwangsläufig dem Angler schmecken, er muss dem Fisch schmecken. Also ich muss dahin gehen auf die Social-Media-Plattformen, auf denen mein Kunde unterwegs ist. Und wenn er dann eben bei TikTok unterwegs ist, dann heißt das für mich, ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich denn so eine Plattform dann auch wie TikTok nutzen. Auch da gibt es ja, glaube ich, wirklich sehr, sehr tolle Informationsangebote vom Kompetenzzentrum Handel, sei es dann eben als Leitfaden, aber dann eben auch in gesonderten Webinaren. Da möchte ich jetzt gar nicht, weil ich sehe schon, die Uhr tickt unerbittlich runter und wir wollen ja genug Zeit für Ihre aller Fragen dann auch haben. Deswegen möchte ich da gar nicht jetzt weiter eingehen. Aber man sieht auch hier, auch da der Verweis auf Instagram. Es geht tatsächlich darum, auch offensiv umzugehen. Wer es gestern gesehen hat, war im Frühstücksfernsehen ja auch ein Beispiel oder mehrere Beispiele auch von kleineren Händlern, wie die damit umgegangen sind. Und die erst jetzt durch Schmerzen tatsächlich hin zum Online-Shop gegangen sind. Ich habe den Online-Shop eigentlich immer abgelehnt. Nochmal zusätzlichen Aufwand und den muss ich auch professionell betreuen und meine Kunden kommen doch lieber stationär und ich kann online dann auch nicht den Service bieten, den ich stationär biete, die jetzt aus der Not herausgetrieben, aus der Schmerzen herausgetrieben, doch vergleichsweise schnell mit Shop-Konzepten an den Start gegangen sind. Und wenn ich das mache, ist natürlich, ich muss auch das professionell durchführen, ich muss aber auch schnell sein. Und ich muss für die Reichweite sorgen und da sind eben wieder die Social-Media-Plattformen extrem, extrem wichtig. Es ist ein brutaler Kampf um Sichtbarkeit da draußen in jeder Kategorie. In den Anfangsjahren, das E-Commerce in Deutschland, ich manchmal wehmütig zurückdenke, da brauchte man einfach nur eine interessante Produktkategorie und ich konnte sehr schönes Geschäft hier dann auch machen. Inzwischen die Nischen sind immer kleiner geworden, immer enger geworden, der Wettbewerb immer intensiver und ich muss es dann sehr, sehr gut dann auch bespielen, damit es irgendwo von Erfolg gekrönt wird. Ja, das war der letzte Denkanstoß, den ich mitgeben wollte in diesem kurzen Webinar. Der Chinese sagt ja so schön und richtig, stärker rudern hilft nicht, wenn die Richtung nicht stimmt. Und insofern hoffe ich, dass ich so ein bisschen was zur Richtung hier zeigen und wohin die Reise geht, wohin sich Konsumenten entwickeln. Und in diese Richtung sollte sich dann auch der Handel, der Einzelhandel entwickeln, wenn er auch morgen noch erfolgreich sein will. Dafür wünsche ich allen jetzt schon viel Erfolg und ich freue mich jetzt auf die Fragen, moderiert durch meine liebe Kollegin Judith Hellhage. Ja, Kai, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und auch die tollen Praxisbeispiele aus der Welt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich denke, das war jetzt für viele auch nochmal ein schöner Anreiz, um sich selbst ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, wo man denn selber ansetzen kann. Ja, wie du mich kennst, habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet und ein paar schöne Fragen mitgebracht, weil wertvoll ist ja besonders für die Teilnehmer immer, wenn man ein paar Botschaften mitnehmen kann aus so einem Webinar.
Deswegen würde mich als erstes interessieren, du hattest jetzt ja einige Beispiele gebracht, was an innovativen Ansätzen gefahren wurde. Gab es für dich in den letzten Wochen denn einen wirklichen Überraschungsmoment? Also vielleicht, als du einkaufen gegangen bist oder dich im Internet informiert hast, war irgendwas dabei, wo du dachtest, wow, damit habe ich nicht gerechnet? Was tatsächlich dabei war, ich hatte auch ein Beispiel, kennst du auch, hier auch ein kleines Unternehmen, hätten wir auch auswählen können, die Herrenhude, die es dann geschafft hat, die ja auch immer ein Konzept gefahren hat, was wir ja sehr, sehr propagieren ja auch am IFH Köln, auch mit unseren Studien. Also lerne deinen Kunden kennen, verstehe deinen Kunden, spreche ihn online an, adressiere ihn online, bringe ihn online in deinen Laden rein, also beispielsweise mit WhatsApp-Beratung und solchen Sachen, aber du musst nicht unbedingt online verkaufen. Das war ja durchaus ein Punkt, ein valider Punkt, gerade für kleine Unternehmen. Und ich war dann schon überrascht, wie schnell die auch umgestellt haben. Also der hatte dann auf einmal schon den Online-Shop da, so schnell konnte ich eigentlich kaum gucken. Also als ich es bemerkt hatte, war eben schon alles nach wenigen Tagen schon alles dann auch gelaufen. Und ich war positiv überrascht insgesamt. Da sieht man die alte Weisheit, Handel ist Wandel, wie agil, wie innovativ die Unternehmen darauf reagiert haben. Auch kleine Unternehmen, wir hatten das hier im Fonia in einem 8000-Seelen-Ort hier vor den Toren Kölns. Und auch da der Spielwarenhändler, der genau das gemacht hat, was ich eben geschildert hatte, mit der Videoberatung, der dann durch die Regale gegangen ist, die Sachen eingepackt hat und dann eben abends noch ausgefahren. Das fand ich tatsächlich jetzt dann auch schon überraschend. Mich hat es weniger überrascht, wie jetzt die großen Filialisten gerade im FMCG-Bereich darauf reagiert haben, auf die Entwicklung, die, glaube ich, sehr, sehr professionell, was wir in Toto da auch gesehen haben, sondern gerade die Kleinen, das war schon wirklich, wirklich toll zu sehen, dass man ja nicht den Kopf in den Sand steckt und dann wartet auf irgendjemand anders, der es richtet, sondern dass man dann schnell versucht zu reagieren und auch auf innovative Ideen kommt. Ja, vielen Dank. Meldung. Das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass eben kleine Unternehmen auch sehr agil unterwegs sein können und dann eben eine Situation auch schnell nutzen, um sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Jetzt hattest du erläutert, du warst überrascht davon, wie schnell dann dieser Online-Shop auch ins Leben gerufen wurde. Hast du denn grundsätzlich, wenn man das jetzt ein bisschen weiterfassen würde, auch das Gefühl, dass das digitale Verhalten von Händlern und Händlerinnen insgesamt sich verändert hat? Also empfindest du auch eine stärkere Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Anfangs ist gut, aber in den letzten Jahren war es ja auch manchmal relativ schwierig, dann ja eine wirkliche Motivation zu schaffen. Hast du das Gefühl, da kam jetzt ein richtiger schmerzhafter Innovationsschub? Ja, es ist leider, also ich bin ja dann auch schon seit Ende der 90er Jahre missionarisch da ja auch tätig gewesen und mein Eindruck war immer der, wir tun uns alle, und da darf man sich ja selber ja auch an die eigene Nase fassen, wir tun uns ja immer schwer mit Veränderungen aus der Chance heraus. Wir haben immer ermuntert und gesagt, das sind tolle Chancen, die man hier hat. Man kann näher an den Kunden ranrücken, man kann einen besseren Service bieten, dann eben durch digitale Angebote. Das hat ja nicht bei jedem, muss man ganz ehrlich sagen, ja dann auch gefruchtet. Was wir jetzt sehen, ist unisono, und wir führen unglaublich viele Gespräche momentan, die allermeisten ja dann auch digital, so wie wir uns hier jetzt auch unterhalten in den diversen Medien. Und wir sehen von groß bis klein tatsächlich die gleiche Botschaft. Ja, jetzt müssen wir wirklich, wir hätten es schon viel früher machen müssen. Jetzt machen wir es wirklich und jetzt geben wir da auch Gas. Aber wir haben natürlich jetzt die Situation, auch darauf hatten wir immer wieder hingewiesen, du musst diese Veränderung ergreifen, eigentlich im Idealfall aus der Position der Stärke heraus. Wenn du stark bist, wenn du ein solides Ergebnis hast, wenn du was auf der hohen Kante hast, wenn dein Kerngeschäft hier gut läuft, bist du natürlich in einer sehr guten Ausgangsposition, Digitalisierung voranzutreiben. Jetzt sind ja viele Händler in einer sehr schwierigen Situation.
wirtschaftlich gesehen. Und insofern sind dann natürlich auch die Möglichkeiten teilweise eingeschränkt. Und damit ist, kommt es eben auch sehr stark auf Innovationskraft drauf an, weil mit Budget kann ich das dann eben im Moment in vielen Fällen nicht heilen, weil die finanziellen Möglichkeiten, und das betrifft durchaus auch große Unternehmen, die ja auch Kurzarbeit, die auch Investitionsstopps dann auch haben, die sagen, ja, Digitalisierung mache, aber es darf halt nicht viel kosten. Und insofern, das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns im Moment befinden. Ich glaube, die meisten wollen jetzt wirklich, aber die Frage ist, was kann ich denn in der jetzigen Situation dann auch machen? Ja, spannend. Über die Frage, was man denn wirklich machen kann, werden wir auch gleich nochmal konkret sprechen. Hier trudeln jetzt ja auch gerade die ersten Fragen schon ein. Vielen Dank dafür. Da gehen wir gleich auch sehr gerne drauf ein. Kai, du hast jetzt gerade schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Also es scheint ja so zu sein, dass man das Thema Digitalisierung jetzt auch zunehmend auf die Agenda ja auch kleinerer Unternehmen setzt und sich da auch gewillt zeigt. Wenn du jetzt die Handelswelt von morgen und auch übermorgen beschreiben solltest und ein Bild skizzieren würdest, was wir da vorfinden würden, wie würde das denn aussehen? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, das ist spannend, Judith, weil wir uns gerade heute in einem ECC-Club-Format hier im Kleinkreis ja dann auch genau darüber ausgetauscht haben, auch datenbasiert. Wir sind ja sehr datenbasiert jetzt am IFH. Und Was wir hier sehen, ist ganz klar in der Gesamtentwicklung bis zum Jahr 2030 erhebliche Verschiebungen noch in den Onlinehandel hinein. Also wir reden hier selbst im schwächsten Szenario quasi von einem Wachstum absolut gesehen, was weitergeht in der Größenordnung, wie wir es aktuell kennen. Wir hatten im letzten Jahr 5,8 Milliarden zusätzlichen Online-Umsatz B2C in Deutschland. Im aller schwächsten Szenario reden wir von jährlich knapp 5 Milliarden, die Jahr für Jahr dann in den Onlinehandel noch zusätzlich reinkommen. Also Onlinehandel wird eine ganz klare Komponente hier spielen, egal wie. Ich glaube, die große Frage ist, geht es eher in die vernetzten Systeme hier rein? Gelingt es dann eben mit einer Online-Offline-Verzahnung hier dem Kunden echte Mehrwerte zu bieten? Und da haben wir ja Beispiele hier dann auch gesehen, aus der Not heraus. Aber denken wir an so einen Service wie Reservieren und Abholen. Bei Ernstings Family werden 80% der Online-Bestellungen werden tatsächlich abgeholt in den Filialen, weil da eben ein vernünftiger Use Case dann auch dahinter liegt. Also ich glaube, Vernetzung ist ganz klar, ist ein weiterer Punkt. Onlinehandel, Vernetzung. Dann ist die Frage, geht es eher Preis, also wird Handel für uns vielleicht auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir haben, eher zu einem Commodity-Thema, dass wir sagen, gut, wir wollen einfach mehr oder minder vor allen Dingen Discount sehen? Oder geht es eher ins Hochpreisige hinein, geht es eher in Erlebniswelten herein? Das würde natürlich auch den stationären Handel eine Chance wieder geben, eine stärkere Chance, wenn dann die Beschränkungen hier dann auch wegfallen, auch da zu partizipieren. Ich glaube, da ist es jetzt noch ein bisschen früh, was zu sagen, aber das sind so grundsätzlich die Kräfte, die da wirken. Wir glauben, dass ganz stark einfach das Thema Bequemlichkeit wird der Treiber hier sein. Und insofern wird auch unabhängig vom Onlinehandel die Fläche in zwei Richtungen hier auch sich ausrichten müssen. Entweder ich mache einen sehr, sehr bequemen Einkauf. Das ist das Thema FMCG. Ich sehe beispielsweise immer kassenlose Supermärkte ist, glaube ich, ein sehr großes, weil ich einfach die Bequemlichkeit damit enorm erhöhen kann für den Konsumenten. Oder es geht ins Thema Erlebnis. So wie wir es ja bei vielen sehen. Erlebnis kann sein, die kleine Boutique, wo ich wirklich sehr persönlich dann auch betreut werde. Das können Großflächenkonzepte sein, wie wir sie aus dem Sportbereich hier dann auch kennen. Das ist dann sehr unterschiedlich. Die Verknüpfung mit Gastronomie, mit Events. Also das ist dann sehr viel. Ich glaube grundsätzlich, vielleicht ein letzter Punkt von meiner Seite aus, Covid-19, das haben ja andere auch schon gesagt und es wird dadurch nicht falscher, beschleunigt viele Entwicklungen, die wir einfach vorher schon gesehen haben. Und das sind ja auch die Entwicklungen. Es wurde immer bequemer, es wurde immer mehr auf Emotionen dann auch gesetzt, auf mehr Erlebnis dann gesetzt. Es wurde immer mehr online eingekauft, es wurde immer mehr verzahnt online zu offline.
Also insofern glaube ich, eine starke Beschleunigung in vielen Fällen von dem, was wir vorher eigentlich schon gesehen haben. Ja, Bequemlichkeit ist ein schönes Stichwort, weil wir wollen jetzt runter von der Couch. Welche Themen setze ich dann jetzt wirklich auf die Agenda? Also was mache ich wirklich in den nächsten 3 Steps? Was würdest du mir raten, wenn ich ein kleines Unternehmen wäre und diese Frage an dich richten würde? Ja, das, was ich vorhin gesagt habe, beginne beim Kunden und arbeite dich rückwärts. Und das beginnt eben einfach von einem ganz klaren Kundenverständnis. Wer sind meine Kunden? Wen möchte ich eigentlich noch zusätzlich dann als Kunden haben und wie verhalten die sich und was muss ich denen bieten als Mehrwerte? Also wir sehen, dass hieß es, der Treiber von Modellen wie Amazon bis hin zu Zalando, also von denen, die aus der digitalen Welt kommen, ist ja ein datengetriebenes Kundenverständnis. Und das kann ein kleiner Händler natürlich nicht in dieser Perfektion, was die Daten angeht, aber er muss eben sehr nah dran sein an den Kunden. Das kennen wir noch von früher, Tante-Emma-Laden, der kannte jeden Kunden oder sie kannte jede Kundin, jeden Kunden dann auch persönlich, wusste die Vorlieben, konnte das dann entsprechend auch in der Kommunikation dann auch nutzen. Dieser Vorteil des stationären Handels ist ja durch Filialkonzepte ein Stück weit auch verloren gegangen. Ich glaube, da müssen wir zu einem besseren Kundenverständnis hin. Und dieses Kundenverständnis heißt dann eben auch tatsächlich Daten. Ich muss mit Kunden sprechen. Du kennst es ja selber aus unseren Projekten, wie spannend das ist, wenn für einen Geschäftsführer, wenn er mal hinter der Scheibe sitzt und mal hört, wie die eigenen Kunden über seine Leistungen dann auch sprechen. Also erst wenn ich ein Kundenverständnis habe und weiß, welche sozialen Plattformen nutzt er, welche Leistungen nutzt er, dann kann ich die nächsten Schritte angehen und die heißen eben, die digitalen Möglichkeiten so gut wie möglich auszuschöpfen. Ich glaube, Social Media, ich muss auf Social Media Plattformen unterwegs sein. Das ist keine Frage des Ob, das ist eine Frage der Wie und welche Plattformen ich dann auch auswähle. Das muss ich machen. Und dann sage ich, und damit sollte man ein Stück weit dann vor diesem Digitalisierungsthema auch anfangen, ist, du musst deine klassischen Stärken auch stärken. Also wenn du ein Händler bist mit einem unklaren Profil beim Kunden, weil du beispielsweise vielleicht keine richtige gute Beratung anbietest, obwohl du so wahrgenommen werden möchtest, dann musst du da natürlich ansetzen. Dann brauchst du dann auch das Personal, was richtig beraten kann. Du brauchst den Service, den die Kunden dann auch haben wollen. Es ist für mich keine Frage des Online oder Offline, sondern es ist eine Frage der Kundenzentrierung. Und an den Stellen muss ich ansetzen. Also erst die Daten, erst den Kunden richtig verstehen, dann die Services im Kernbereich daraufhin optimieren und dann die digitalen Services und gerade auch zur Vernetzung online, offline. Prima. So, jetzt kam ja zum Beispiel auch das Thema Plattform auf, das du angerissen hattest. Das habe ich gerade auch schon unter den Fragen der Teilnehmer gesehen. Ich würde vorschlagen, wir gehen aber jetzt chronologisch durch, denn die erste Frage, die uns erreicht hat, geht zum Thema Mietsituation. Kai, hast du da ein paar Insights, die du teilen kannst? Ja, das ist dafür ist es ein Stück weit natürlich noch zu früh. Im Moment sichert natürlich jeder seine eigene Liquidität so gut wie es geht. Und für manche Unternehmen ist ja dann auch das Insolvenzverfahren die Möglichkeit, dann auch bei den Mieten hier was zu machen. Im Moment, wir haben ja laufende Mietverträge. Insofern hat sich die Mietsituation jetzt kurzfristig noch nicht verändert. Wir müssen aber davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, je nachdem, aus welcher Warte man es angeht, dass es zunehmend schwieriger wird, Mietpreise, wie wir in der aktuellen, wie wir sie aktuell hier sehen, zumindest bei den noch frequentierten Lagen, hier dann auch weiter zu realisieren. Also Mietpreise werden sinken. Die Alternative ist, aber das wird nicht flächendeckend auch passieren. Wir haben leider ja immer eine Situation, dass wir teilweise Investoren haben, die sind weit weg vom Problem, für die die warten lieber noch ein paar Monate, ob sich die Situation verbessert. Aber wir haben es letztens in einem eigenen Webinar ja auch diskutiert mit dem Handelsexperten. Es kann durchaus sein, dass wir nie wieder solche Frequenzen kriegen, wie wir sie vor Covid-19 hatten. Was einfach schon daran liegt, dass wir ja schon davor reduzierte Frequenzen in allermeisten Standorten in Deutschland dann auch hatten. Und wenn das so weitergeht, ist ganz klar, dann werde ich nicht die Flächenumsätze mehr realisieren können, die ich vorher realisiert habe. Insofern wird es
mittelfristig, denke ich, zu niedrigeren Mieten hier dann auch führen. Aber man muss das wirklich sehr, sehr regional sich anschauen. Sehr unterschiedlich. So, der nächste Punkt bezieht sich auf die Frage, wie denn eigentlich mit einem eigenen Online-Shop verfahren werden kann. Also lohnt es sich eigentlich als kleines Unternehmen, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, oder ist es jetzt wirklich so, dass die Zeit der großen Plattformen tatsächlich mehr als präsent ist und dass man dann eher empfehlen sollte, in eine solche Richtung zu gehen? Also ich fürchte, man muss es sogar hier empfehlen. Schlicht und ergreifend, es ist ja eine Frage des Kundenzugangs. Und wenn ich mich ausschließlich auf die großen Plattformen fokussiere, dann bin ich abhängig vom Kundenzugang von den großen Plattformen. Und machen wir uns nichts vor, dass die mit Abstand wichtigste Plattform ist Amazon. Wenn wir uns anschauen, bei einem Wachstum des Marktes, hier Online-Marktes von 5,5 Milliarden waren das vom Jahr 2018 auf 2019, das habe ich im Kopf. Von diesen 5,5 Milliarden waren Zuwachs, waren 3,8 Milliarden entsprangen auf den Amazon Marketplace. 3,8, also 60%, über 60%. Das heißt, der ist extrem wichtig, wenn ich Reichweite erzielen werde. Wir sehen, das Wachstum von Amazon ist nach wie vor sehr stark, beziehungsweise hat durch Covid-19 noch weiterhin gewonnen. Heißt das, dass ich mich ausschließlich darauf fokussieren kann? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, gerade für Händler ist der Marktplatz immer eine schwierige Situation, weil man ja immer die Frage stellen muss, welchen Mehrwert kann denn der Händler mit seinem Handeln über den Marktplatz dann auch noch bieten? Ich habe immer die Situation, dass ich sage, eigentlich könnte das der Hersteller ja vielleicht auch machen. Brauche ich gar keinen Händler dazu, weil eigentlich die Plattform ja einen Teil der Handelsfunktion dann auch übernimmt. Trotzdem sind diese Plattformen halt wichtig, um Reichweite zu erzielen. Aber ich brauche eine eigene Schnittstelle hin zum Kunden. Das ist der eigene Shop, den ich dann durch eine gezielte Strategie mit den Plattformen dann ja auch befeuern kann. Also ich versuche, auf lange Sicht, auf kurze Sicht versucht mir das ja beispielsweise Amazon, sie aber andere auch, schwer zu machen mit dem Kundenkontakt, aus Kunden, die ich über den Marktplatz gewinne, die dann in meinen eigenen Shop dann auch reinzukriegen. Und da gibt es inzwischen ja auch vergleichsweise einfache Shop-Lösungen. Ich muss auch nicht das gesamte Sortiment auch abbilden, aber ich brauche diese eigene Schnittstelle hin zum Kunden. Vielen Dank. Wir haben ja auch im Rahmen des Kompetenzzentrums einige Angebote, wo es dann auch um die Frage geht, was sind denn eigentlich Alternativen zu einem eigenen Online-Shop, zum Beispiel über Social Media oder Google My Business, um eben dann auch noch diese Schnittstellen zu nutzen, um möglichst breit aufgestellt zu sein und auch die Anliegen der Kunden bestmöglich abbilden zu können. Ich glaube, wenn ich das noch ergänze, ich glaube, da hast du das richtige Stichwort gesagt. Es geht tatsächlich darum, breit aufgestellt zu sein. Also am Ende des Tages sind ja Social Media, sind ja auch Plattformen. Also auch da sollte ich nicht davon abhängig sein, dass ich nur auf den Plattformen bin, sondern ich sollte mir schon ein eigenes Standbein hier, so wie ich ja auch ein eigenes Ladenlokal habe, auch eine eigene Schnittstelle hin zu den Kunden auch haben. So, nächster Punkt, auch sehr aktuell, das Thema Mehrwertsteuer. Wie kann man das Ganze strategisch und werblich für sich nutzen? Oh ja. Ja, der die Frage stellt, ist ja kein Unbekannter. Schöne Grüße hier aus Köln. Das ist eine extrem schwierige Frage. Wir sehen ja, dass der Einzelhandel aus meiner Sicht so viel, das ist ja eine politische Frage, deswegen möchte ich mich da gar nicht so stark aus dem Fenster lehnen, aber durchaus auch damit hadert. Wir haben ja schon Situationen hier dann erlebt, wo dann eben Mehrwertsteuer geschenkt wurde und Ähnliches. Das sind ja Themen. Wir müssen ja einfach hier dann auch sehen. Es ist ja zunächst mal die Frage, gebe ich diese Mehrwertsteuerreduktion um 3 bzw. 2%, gebe ich die an den Endkunden hier dann auch weiter? Das werde ich jetzt als Handelsunternehmen ja vor allen Dingen dann machen, wenn ich sage, gut, das ist wichtig, das gibt dem Kunden nochmal den Kaufimpuls. Hier bei vielen Produkten bin ich sehr
sehr zögerlich, ob das eine gute Strategie dann auch ist, weil der Handel, der braucht jeden Prozentpunkt im Moment selber. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen ist sehr schwierig. Das ist das eine. Das zweite, diese 2 oder 3%, die werden ja überlagert durch Rabattaktionen, die wir bald sehen werden. Denken wir an den Fashion-Bereich, die Lager sind voll. Da ist so viel Ware, die nicht verkauft worden ist. Es wird, Amazon hat es ja schon angekündigt, auch hier einen Verkaufstag dann auch zu machen, einen speziellen Sale hier zu machen. Es wird ohnehin Rabatte dann auch geben. Denken wir an den Küchenbereich, an den Möbelbereich. Da sind ja 2% oder 3% weniger gar nicht entscheidend, sondern da komme ich ja gleich mit ganz anderen Zahlen. Da komme ich ja mit 20, 30, 40% weniger. Und insofern glaube ich, für diejenigen, die es tatsächlich hier dann auch weitergeben an den Kunden, heißt das nur eine offene Kommunikation. Ganz generell sagen wir geben den vollen Mehrwertsteuerersparnis an euch Kunden dann auch weiter. Da braucht man dann eine intelligente Agentur, die da dann auch einen guten Claim dann oder Slogan dann entwickelt. Aber ich persönlich hab große Bedenken, ob das wirklich jetzt dem Einzelhandel hilft, weil dafür ist mir einfach der Punkt. Ich habe letztens im Interview gesagt, ich esse jetzt keine 2 Joghurts mehr, nur weil der Joghurt jetzt 2 Cent günstiger geworden ist. Wir haben gesättigte Märkte grundsätzlich und da brauche ich in einer Zeit, wo die Kunden ja sehr verunsichert sind, viele Konsumenten. Die Hälfte der Mitarbeiter roundabout ist ja in Kurzarbeit. Einige sind von Arbeitslosigkeit vielleicht dann auch bedroht. Das ist also eine schwierige Situation für Konsum. Und ich glaube, da brauche ich stärkere Stimuli. Was wir sehen werden, ist, dass natürlich jetzt ein paar Käufe im Automobilbereich dann auch vorgezogen werden, weil wir da vielleicht auch noch zusätzliche Stimuli haben. Oder Küchenmöbel, das ist ja die Hoffnung. Das wird ein Stück weit dann auch passieren, aber ich glaube deutlich weniger, als sich das manche erhofft. Du hattest gerade gesagt, du würdest das in Frage stellen, ob das dem Handel jetzt wirklich hilft, das ganze Thema mit der Mehrwertsteuerreduktion. Und das leitet ja auch ganz schön über zu der Frage, was würde denn wirklich helfen? Und das Thema Plattform und lokale Initiativen hat man natürlich auch immer wieder auf der Agenda in diesen Tagen. In Köln gibt es ja die Fedelsretter. Ich selber habe auch bei meiner Lieblingskneipe gegenüber einen Gutschein gekauft. Das Thema Nachhaltigkeit spielt da natürlich auch mal eine sehr wichtige und auch ja große Rolle. Daher die Frage an dich, wie schätzt du das ein? Wird das eine Lösung sein, die auch nachhaltig auf den Handel einzahlen kann? Ja, das ist extrem extrem spannend. Ich habe die Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch eine gewisse Skepsis. Warum habe ich zunächst die Skepsis? Was wir ja sehen, und ich habe ja auch Zahlen gezeigt, ist, dass regionale Angebote durchaus wahrgenommen werden. Die werden auch grundsätzlich geschätzt. Sie werden aber nicht in dem Umfang wahrgenommen, dass da vielleicht noch nicht, dass da jetzt ein richtiger Schub jetzt dann auch werde. Und dann ist immer zu befürchten, wenn sich die Situation ein Stück weit verändert, gerät das Ganze dann auch wieder in den Hintergrund. Und wir sehen ja, das Thema Nachhaltigkeit ist leider auch geprägt davon, dass wir als Konsumenten anders handeln, als wir sagen. Wir sehen ja in unseren IFH-Studien regelmäßig, wie wichtig den Konsumenten Nachhaltigkeit ist, wird immer sehr hoch eingeschätzt. Wir sehen es aber dann in dem Kaufverhalten weniger. Und hier haben wir ein ähnliches Thema. Ich glaube, die Chance besteht darin, dass jetzt wirklich die Konzepte doch deutlich besser werden, dass wir echte Mehrwerte auch für den Kunden bieten. Du hast ja angesprochen gehabt, hier auch mit Gastronomie, also Verknüpfung der Angebote, Handel, Gastronomie, Event, Service, um den Kunden auch einen echten Mehrwert zu bieten. Ich sage, der Handel muss ja ohnehin zukünftig mehr bieten als ein Produkt. Ein Produkt ist langweilig, weil ein Produkt kriege ich bei Amazon. Das wird nicht ausreichen. Ich muss mehr bieten und da, glaube ich, sind dann solche Konzepte, können die sehr spannend werden, wenn ich dann entsprechende Services dann auch dahinter lege und verknüpft. Also insofern
habe ich Hoffnung, aber es wird kein Selbstläufer und es wird darauf ankommen, ob diese Initiativen, die wir hier an vielen Stellen sehen, ob die jetzt genug Schlagkraft dann auch entwickeln. Das machst du nicht von nebenher, das machst du nicht mit ehrenamtlichem Engagement, sondern da muss wirklich jemand da sein, der da richtig Gas gibt. Nächsten Punkt. Angesprochen wurde ja auch das ganze Thema Online-Sichtbarkeit und dass es wichtig ist, dort Maßnahmen zu ergreifen, in welcher Form auch immer. Ein Teilnehmer spricht sich dafür aus, dass eben ein gewisses Misstrauen vorzufinden ist und stellt die Frage, woran das denn eigentlich liegen könnte. Was sind die Ursachen dafür, dass es dann eben manchmal doch gar nicht so einfach ist, auch die Maßnahmen wirklich umzusetzen und darauf zu vertrauen, dass es auch einen entsprechenden Effekt haben wird? Ja, ich meine, das ist natürlich Unkenntnis in vielen Fällen. Das, gerade aus der Unkenntnis heraus haben ja auch viele Händler eben nicht diesen digitalen Weg früher energisch beschritten, aber die Möglichkeiten hier dann auch gar nicht so kannte. Das funktioniert nicht, meine Kunden wollen das nicht. Also ich habe dieses Misstrauen, habe ich ja in vielen, vielen, ich würde schon sagen hunderten Veranstaltungen immer wieder dann auch gespürt, dass man sagt, nein, das sind nur die jungen Leute, die es wollen, aber meine Kunden, die sind doch gar nicht mehr so jung, die wollen das alles nicht, die haben gar kein Smartphone. Und was wir da alles an Themen dann auch gehört haben, ich glaube, da gibt es keinen einfachen Weg. Ich meine, du kennst diese Diskussion ja genauso mit dem Kompetenzzentrum Handel. Du bist ja auch in Vor-Covid-Zeiten mehr als genug ja dann auch unterwegs gewesen in Deutschland und kennst ja diese Diskussion ja genauso gut wie ich. Also ich glaube, es ist tatsächlich Unkenntnis. Es ist auch fast schon ein Unglaube daran. Ich meine, das Tolle ist ja bei Online-Maßnahmen, dass ich sie ja viel, viel besser messen kann in den allermeisten Fällen, also die Wirkung, als das eben bei klassischen Werbemaßnahmen ist. Geht viel besser eigentlich. Ich kann auch mit kleinen Budgets mal anfangen. Ich kann skalieren. Ich kann schneller lernen. Ich kann schneller was verbessern. Denken wir an einen Online-Shop. Den habe ich innerhalb von wenigen Sekunden von grün auf blau gestrichen. Für ein Ladenlokal dauert das ein bisschen länger. Ich habe hier eine Funktion eingefügt. Ich habe den Knopf von rechts nach links geschoben und sehe sofort, was ist dann auch der Unterschied. Und ich glaube, dieses Wissen müssen wir erstmal auch transportieren in den Handel. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden im Normalfall ja mit Händlern, die haben einen ganz anderen Job. Die beschäftigen sich grundsätzlich mit ganz anderen Themen. Und die muss man überzeugen und am besten überzeugt man sie, indem man klein anfängt. Ich glaube, die Möglichkeiten gibt es eben auch im Online-Bereich mit einer kleinen Maßnahme, mit einem kleinen Budget und dann eben beweist, dass es dann auch funktioniert. Händler sind, so wie ich sie kennengelernt habe, und das finde ich auch durchaus legitim, vor allen Dingen Aufwand-Nutzen getrieben. Was kostet mich das? Was bringt mir das? Da muss ich mit kleinen Lösungen anfangen und kann ich gleich das Flagship hier dann auch bringen. Aber es gibt leider, es tut mir leid, es gibt da leider kein Patentrezept. Das müssen wir leider in den vielen Fördermaßnahmen auch vom BMWI oder auch vom Land NRW ja immer wieder feststellen. Das ist schwierig. Ja, das kann ich tatsächlich nur so bestätigen. Aber das unterstreicht natürlich auch nochmal die Relevanz von Veranstaltungen und Webinaren und eben auch, dass es wichtig ist, dass man dann auch konkrete Hinweise für die Praxis gibt und auch die Mehrwerte aufzeigt und eben auch unterstreicht, dass es möglich ist, diese Schritte zu gehen. Kai, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für deinen Input und auch die wirklich spannenden Antworten auf diese sehr umfangreichen Fragen auch, die in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Haben wir jetzt gerade keine Frage in der Pipeline. Ich würde aber trotzdem noch 2-3 Minuten abwarten und in der Zeit ganz gerne auf 3 Highlights in unserem Kompetenzzentrum hinweisen, damit Sie auch im Nachgang eben die Möglichkeit haben, mit uns zusammen zu agieren und auch erste Impulse, die wir Ihnen heute hoffentlich mitgeben konnten, bis zur Umsetzung wirklich zu bringen. Und da möchte ich Sie ganz gerne darauf hinweisen, dass wir eine sogenannte Unternehmenssprechstunde für Sie anbieten. Diese Sprechstunde ist kostenfrei, dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten. Und an diesem Modul erkennen Sie eben auch, dass wir uns gerne die Zeit nehmen, um Ihre individuellen Fragestellungen mit Ihnen zu beantworten.
besprechen. Sie können uns da ganz gerne eine E-Mail schreiben an hilfmir@kompetenzzentrumhandel.de und dann verknüpfen wir Sie gerne mit einem Experten für Ihr individuelles Thema und Ihren Schmerzpunkt, den man vielleicht heute auch noch mal ein bisschen gespürt hat. Darüber hinaus können Sie sich sehr gerne auf unserer Website Kompetenzzentrum Handel immer auch über aktuelle Webinare informieren. Wir haben wirklich ein breites Spektrum von Social Media über die Frage, wie setze ich einen eigenen Online-Shop auf oder eben auch das ganze Thema rund um Plattformen. Da sind wir momentan wirklich sehr aktiv und freuen uns immer, wenn wir auch neue Teilnehmer dabei haben bei unseren Themen, die wir vorantreiben. Und als dritten Punkt möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass wir auch einen eigenen Podcast haben mit dem Namen Handel kompetent. Und diesen finden Sie auch auf allen gängigen Kanälen. So ein bisschen Digitalisierungswissen aufs Ohr schadet ja auch nicht, ist mal eine ganz nette Abwechslung. Und auch da behandeln wir eben top aktuelle Themen rund um die Handelswelt mit verschiedenen Speakern. Wir haben auch Gäste vor Ort, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Angebote im Nachgang dann auch nutzen. So Kai, ich würde jetzt an dieser Stelle jetzt einfach mal schon mal ein Dankeschön aussprechen, auch an die Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre tollen Fragen und ich sehe gerade, dass der ein oder andere auch noch tippt. Ansonsten die Frage, hast du noch eine letzte Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest? Ja, die Botschaft ist vergleichsweise einfach. Also ich bin ja jetzt tatsächlich mehr als 20 Jahren auch mit diesen Förderinitiativen dann auch mehr oder minder unterwegs. Und ich kann wirklich nur alle ermuntern, nutzen Sie diese Informationsangebote, die von unserer Seite Judith Hellhake und ihr Team dann für das Kompetenzzentrum Handel auch anbieten. Wir sind da in einem starken Konsortium drin. Wir haben wirklich tolle, neutrale Informationsangebote, die auch so verständlich geschrieben sind, dass man jetzt nicht zwangsläufig Informatik studiert haben muss, um sie dann auch zu verstehen. Und wir investieren da auch viel. Ich glaube, Judith, das kannst du unterstreichen, mit dem Team auch viel Herzblut hier rein. Wir wollen, dass wir auch morgen noch in Deutschland einen starken Mittelstand haben, um den uns ja viele andere Nationen dann auch beneiden. Und da müssen wir als Mittelständler eben diese digitale Herausforderung, die wir jetzt haben, unabhängig von Covid-19, entschlossen ergreifen. Und ich glaube, da sind die Angebote, die wir hier unterbreiten mit dem Kompetenzzentrum Handel, wirklich wichtig. Und nicht nur, dass sie kostenfrei auch noch sind, sondern sie sind wirklich extrem hilfreich. Sie sind vor allen Dingen eben auch neutral, weil wir in einer Welt leben, die natürlich auch sehr dienstleistergetrieben ist und wir häufig dann Beratungsopfer auf der Handelsseite haben. Also es ist wirklich wichtig, sich da umfassend zu informieren. Ich glaube, da ist für jeden Geschmack das passende Informationsangebot dabei. Für den einen ist der Podcast wichtig, für den anderen Webinar, für den dritten eben Checkliste und Leitfaden. Das ist alles da zu den relevanten Themen, um auch morgen noch erfolgreich Handel treiben zu dürfen. Also wirklich dann eindringlicher Appell, nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir da hier anbieten können, dank der Förderung des BMWi. Das waren schöne letzte Worte. In der Zeit ist tatsächlich noch eine Frage reingekommen. Und bevor ich das gleich vergesse, es geht nämlich um die Rolle des Stadtmarketings und wie Stadtmarketing in der aktuellen Situation helfen kann. Bevor es gleich untergeht, wir haben heute tatsächlich einen Leitfaden veröffentlicht, den Sie auch auf unserer Website finden. Können wir Ihnen auch gerne im Nachgang in unserer Nachfassmail nochmal zusammentragen, wo es um die Frage geht, wie werden Städte eigentlich zu Besuchermagneten? Und das könnte ja auch ein schöner Aufhänger sein eben zu dieser Frage. Aber Kai, ich überlasse dir gerne nochmal das Wort. Was kann denn das Stadtmarketing tun, um dem Handel unter die Arme zu greifen? Ja, das ist auch eine wirklich gute Frage. Da muss ich ein bisschen trotzdem, wenn du gestattest, ein bisschen zumindest dann auch ausholen. Also es ist eine Thematik, die wir am IFH ja sehr intensiv hier beleuchten. Wir führen alle zwei Jahre die Studie Vitale Innenstädte durch, indem wir jedes Mal über 100 Städte hier unter die Lupe nehmen, befragen, Passanten befragen, nach ihrem Einkaufserlebnis, nach dem Empfinden der Stadt insgesamt. Und was wir eben sehen in den Zahlen ist ganz klar, es ist sehr schwierig, weil das
weil Innenstädte hier durch eine Vielzahl, und das Gleiche gilt für Stadtteile, wo wir ja auch Stadtmarketingkonzepte haben, durch von der Vielzahl von Faktoren hier dann auch beeinflusst werden, die ja der einzelne Akteur jetzt aber gar nicht bestimmen kann. Wir sehen, dass es natürlich Themen gibt wie Sicherheit, wie Sauberkeit, wie Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das geht eher in der Richtung der Kommune. Wir sehen, dass es ganz wichtig ist, Ambiente zu bieten. Das ist wieder noch eine Aufgabe von ganz vielen, weil Ambiente ist einerseits das Stadtbild, sind aber andererseits natürlich auch die einzelnen Gebäude, die wir haben. Wir sehen, dass es darauf ankommt, Services hier zu integrieren. Und wir sehen darauf, dass die Vielfalt des Einzelhandelsangebotes hier dann auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das sind ja alles Faktoren, auf die kann ich jetzt im Stadtmarketing nur sehr begrenzt hier dann leider Einfluss nehmen. Und das ist die Schwierigkeit von dieser Rolle. Also ein ideales Stadtmarketing ist ja wie ein Dirigent bei einem Orchester. Er schafft diese verschiedenen Akteure, dass die im Gleichklang hier dann auch eine schöne Musik dann spielen. Das ist aber eine wirklich, wirklich große Herausforderung. Und wir sehen ja leider, dass dann Stadtmarketing sich häufig auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner dann stellen. Wir machen einen verkaufsoffenen Sonntag oder wir machen hier ein Event, hier mal eine Aktion. Ich glaube, da braucht es mehr. Wir brauchen eine starke orchestrierende Rolle. Die kann sicherlich das Stadtmarketing hier übernehmen, gerade wenn es darum geht, mit dem lokalen Angebot auch zentrale Online-Dienste hier zu verknüpfen. Also wir denken mal eben an ein Thema, eine regionale Plattform. Wie kriege ich eine regionale Plattform verknüpft eben mit dem regionalen Angebot? Wie kommen da die Services drauf? Wie schaffe ich es, dass die Frau, während sie ihr Kind dann in der Kinderbetreuung abgegeben hat, selber ins Kino geht, in der gleichen Zeit dann eben Produkte in irgendeinem Warenkorb bekommt, den sie danach abholen kann, wenn dann beides dann auch fertig ist. Also da müssen wir, glaube ich, zukünftig viel weiter denken bei Stadtmarketing. Und das ist jetzt einfach gesagt, wenn man das aus dem Homeoffice in so einem Webinar hier dann auch noch rauslässt, Herr Gebauer, und wir beide wissen, wie schwer das dann auch ist, das wirklich zu machen. Aber ich glaube, wenn wir attraktive Innenstädte und Stadtteile sehen wollen, brauchen wir ein viel stärkeres Stadtmarketing, als wir es vorher hatten. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, unsere Teilnehmer stimmen sich untereinander ab, weil die Fragen so schön zueinander passen. Du warst jetzt ja gerade fast schon mit einem Fuß durch die Tür, aber die letzte Frage lasse ich jetzt gerne noch zu, weil die auch besonders spannend ist. Und zwar, ob jetzt gerade in Bezug auch auf die Wiedereröffnung, denn eigentlich Standortunterschiede eine Rolle spielen. Also ist ja auch hinsichtlich der Nachfrage auf Kundenseiten einen Unterschied zu erkennen. Ja, also das ist, das hat aber teilweise weniger jetzt auch damit zu tun mit der Frage der Größe, ein Stück weit schon. Das hat natürlich viel auch damit zu tun, welchen Charakter diese Stadt jetzt auch vorherrschte. Also war sie attraktiv jetzt für Erlebnisshopping und war sie attraktiv jetzt für Touristen? Wir sehen natürlich dort die größten Unterschiede in den Standorten, die durch die stark vom Tourismus hier dann auch gelebt haben, weil einfach der Tourismus massivst beschädigt wurde. Denken wir an Touristen aus Fernost, die bis heute noch nicht wieder da sind und wahrscheinlich auch eine Weile noch nicht wiederkommen werden. Das heißt, die Standorte, die stark auf Tourismus gesetzt haben, haben natürlich große Schwierigkeiten. Das sind häufig dann eben die großen Städte. Wir sehen das in Untersuchungen ja vergleichsweise deutlich, dass gerade die großen Städte, also die Oberzentren, dass das die Standorte sind, die sich auf Erlebnishandel noch fokussieren können, die es schaffen mit Erlebniskonzepten. Das hängt damit zusammen, dass man durch eine hohe Frequenz dann eben interessante Marken
hinbringen kann. Also wenn ich eben Köln-Schildergasse, da schaffe ich es dann eben, oder Hohe Straße, da schaffe ich es eben, dann die großen Marken hierhin zu bekommen. Und hast du die großen Marken, hast du dann auch, hast du natürlich auch eine hohe Frequenz, das, das gerade im Fashion-Bereich, also für die Oberzentren hängt das jetzt im Moment sehr stark davon ab, was passiert mit dem Kauferlebnis, wird das dann wieder ein bisschen angenehmer oder bleibt gerade Fashion so stark beeinträchtigt, wie wir es jetzt sehen, und wandert da viel nach online ab, dann werden die Unterschiede dort vergleichsweise groß sein. In den kleinen Städten ist es ja so, dass die Städte schon eigentlich länger stärker in den Bereich der öffentlichen Nahversorgung hier dann auch reingehen, weil es einfach, weil die Kleinstädte ja nicht interessant sind für die großen Fashion-Konzepte. Insofern bleibt gar nichts anderes übrig. Die haben dann meistens die bekannten Drogeristen und hier dann auch die Supermärkte, und dann haben sie vielleicht noch ein Fashion, aber eher im niedrigpreisigen Segment hier da. Da sehen wir dann natürlich nicht so starke Unterschiede, weil das sehr stark auf die Nahversorgung lädt. Und in den Mittelstädten, die sind aus unserer Sicht wieder so klassisch stuck in the middle. Also da hängt es dann ganz stark davon ab, wie ist so eine Stadt positioniert. Wir sehen sehr starke Städte, auch bei unseren Untersuchungen, die da gar nicht so stark jetzt auch betroffen sind von Frequenzrückgang, weil sie einfach sehr gute, sehr attraktive Konzepte für die Kunden haben. Und wir sehen, welche die, die massive Probleme haben. Ich glaube, auch da muss man wirklich sehr regional sich das anschauen. Aber diesen Unterschied zwischen, zwischen kleinen und Großstädten, den gibt es sicherlich. Aber wir sollten vor allen Dingen auch das Thema Tourismus hier dann immer vor Augen behalten. Tourismus und Einzelhandel ist ja eine sehr starke Symbiose an vielen Stellen schon. Vielen, vielen Dank, Kai, für die Ausführung dazu. Tourismus ist ja auch ein schönes Wort als Überleitung in Urlaub und auch eigentlich in den Feierabend. Und ich glaube, wir haben jetzt auch so langsam die Finishline erreicht. Die ersten Teilnehmer bedanken sich auch schon für die wertvollen Inhalte und die heutige Veranstaltung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie im Nachgang beim Verlassen des Webinarraums auch eine kurze Evaluation von uns durchlaufen würden. Denn natürlich ist es auch unser Anliegen, dass wir immer besser werden, dass wir unsere Angebote an Ihren Bedürfnissen ausrichten und auch quasi bei Ihnen den Nerv treffen, treffen sollten. Deswegen wäre es ganz toll, wenn Sie sich diese 2 Minuten im Nachgang nehmen würden, damit wir auch quasi schwarz auf weiß haben, ob Ihnen denn das heutige Webinar gut gefallen hat. Ja, Kai, dann würde ich sagen, schöne Grüße ans andere Ende von Köln und an die anderen Teilnehmer. Bleibt gesund und bleiben Sie am Ball. Wir würden uns sehr freuen, Sie bald hier wieder begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen, erholsamen Feierabend. Ja, danke schön. Tschüss zusammen.